Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über die neue Season, also Season 3, die heute rausgekommen ist, und alle Spieler, die man dadurch bekommen kann. Außerdem über POTM League, die werdet ihr aber auch gleich noch sehen, und neue Future Star League. Also schaut das Video bis zum Ende, es wird sehr, sehr krass. Wer die ganzen Leaks von letzten Video und vom vorletzten Video nicht mitbekommen hat, gerne die zwei Videos reinziehen, sind, glaube ich, sehr, sehr kurze Videos, ich glaube 5 oder 6 Minuten. Dort wird alles nochmal aufgezeigt, was schon geleakt wurde bisher, und ja, morgen ist es soweit. Morgen findet das Future Stars Event statt. Bevor wir aber in das Video starten, vielen, vielen Dank, Jungs, an alle, die neu dazugekommen sind. Ich kann mich nur wiederholen, Jungs, auch wenn es ein bisschen nervt. Aber danke, danke, danke an alle, die neu dazugekommen sind, denen die Videos gefallen und. Freut mich natürlich, wenn ich quasi eine Bestätigung dafür bekomme, für das, was ich tue. Und ja, wer neu auf dem Kanal ist, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Benachrichtigung mehr verpasst zu neuen Videos oder neuen Livestreams. Und hier nochmal danke nochmals an jeden Einzelnen. Fangen wir aber hier an mit den Level 30 Rewards. Wir haben natürlich wieder einen Liga NOS Spieler bei Stufe 30 bzw. Level 30. Wir haben natürlich wieder einen Eredivisie Spieler auf dem rechten Flügel. Und natürlich haben wir wieder einen MLS Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Ja, EA legt nicht so viel Wert auf Ligenvielfalt oder so. Auf jeden Fall, ein paar Spieler kennt man. Ich kenne zum Beispiel diesen Zardes aus den letzten FIFA-Teilen. War eine sehr, sehr geile Silberkarte. Mittlerweile, glaube ich, kann man allein nur durch die spielbaren Karten von Liga NOS und der Divise ein ganzes Team bauen. Ist jetzt nichts Besonderes am Start, vor allem 87er Rating für Level 30. Ich weiß nicht, Level 30, wann können wir die erreichen? Ich glaube im April oder Mai. Ich glaube, da haben wir ganz andere Spieler in unseren Teams, vor allem da fängt es ja schon so ein bisschen an mit Community Team of the Season und. Nichts Erwähnenswertes, genauso wie die Level 15 Spieler. Hier nochmal ein Eredivisie linke Flügel mit 4 Sterne, 3 Sterne. Dann nochmal ein Liga NOS ZOM, der so eine billige Version von Fekir zu sein scheint. Rafik Gitan. Und nochmal einen Championship Spieler, also zweite englische Liga, Rechtsverteidiger. Auch eigentlich nicht der Rede wert, aber nur damit ihr die schon mal gesehen habt. Kommen wir auch schon zu den ersten Leaks, die wahrscheinlich heute, wenn ihr das Video seht, vielleicht sogar schon draußen sind oder halt auf jeden Fall morgen, spätestens am Freitag, also erscheinen müssten. La Liga POTM Korea, so könnte der aussehen. Die Stats sind noch nicht geleakt, das heißt, die könnten sogar noch ein bisschen besser werden, dadurch, dass Korea schon viele Special-Karten hat. Und ja, hier wurde es noch nicht geleakt, was für Stats er bekommen soll und was für ein Rating der bekommen soll. Aber so ungefähr könnte die Karte aussehen, aber es steht auf jeden Fall schon fest, dass Korea der La Liga POTM geworden ist. Dasselbe gilt auch natürlich für De Gea. De Gea wurde, glaube ich, auch schon geleakt, dass der ein 87er Rating bekommen soll. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Karte. Wird halt natürlich nur ein Keeper POTM. Das heißt, so teuer sollte er auch nicht sein. Aber auf jeden Fall gut für krasse Links. Vor allem mit Spanier, IV, Piqué und in die Premier League reinzugehen. Grüner Link zu Varane, Flashback und. Ich denke, den werden einige abschließen. Ich hoffe, der wird nicht allzu teuer. Aber ja, auch hier steht schon mal fest, dass David De Gea der Premier League POTM sein wird. Und was auch noch feststeht, für diejenigen, die letztes Jahr Future Stars mitgemacht und mitgespielt haben. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass es von einigen Karten zwei verschiedene Versionen gab. Einmal am 5. Februar 2021 gab es diese Karten oben und eine Woche später bei dem Mini-Release gab es Position Change für Reyna, für James und für Diogo Dalot. Und auch die Werte sind natürlich unterschiedlich. Also ein James als Außenverteidiger ist natürlich schneller als ein ZDM James, genauso wie ein Reyna Flügel. Hat natürlich mehr Dribbling und mehr Pace wie der ZOM Reyna. Das alles wird uns auch in diesem Future Star erwarten. Das ist auch schon safe. Allerdings betrifft es nur die Mini-Releases, die am Sonntag kommen werden. Das heißt, am Sonntag kriegen wir wahrscheinlich auch 3, 4, 5 Spieler zu den Future Stars und dieselben Spieler werden auch nächste Woche Sonntag, quasi nachdem das zweite Team von den Future Stars draußen ist, nochmal kommen, aber halt mit anderen Positionen. Können auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Ich kann mich noch erinnern, dass Reyna sehr, sehr viele Leute gespielt haben auf ZOM und genauso wie ein Reece James auf ZDM sehr, sehr oft benutzt wurde, um Kanté zu verlinken. Diogo Dalot, um Ronaldo zu verlinken, war auch sehr, sehr nice, als er noch in der Serie A gespielt hat. Mittlerweile benutzt man Cancelo dafür. Aber nur damit ihr das schon mal gehört habt, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann kommen wir auch schon zu den Stats-Leaks, die noch dazugekommen sind. Also ich habe gestern ja schon sehr, sehr viele Spieler geleakt. Heute kam Vlahovic dazu, der zu Juventus gewechselt ist. Future Star Vlahovic kriegt ein 92er Rating und erinnert, wie ich auch in den letzten Videos schon erwähnt hatte, an Haaland Future Stars von vor 2 oder 3 Jahren, ich bin mir nicht mehr sicher. 92er Rating bekommt er, 90 Pace, 90 Dribbling und 90 Physis, plus 92 Schuss noch dazu, passen und Def nicht so
so geil, aber alle anderen Werte über 90. Das Problem bei Vlahovic ist halt, dass er 1,92 groß ist und dementsprechend kein Meterspieler ist. Also der ist nicht beweglich oder so. Aber ich denke, wer mit einem Stürmer spielt oder halt auch vielleicht mit einer Doppelspitze, wo einer groß und der andere klein ist und Spaß an Vlahovic hat, dem könnte die Karte gefallen. Vielleicht auch mit einem Weakfoot-Upgrade, wer weiß. Hier habe ich auch noch ein Bild mit den Stats gefunden. So sieht Vlahovic aus. Credits gehen raus an Footfan und all die anderen Seiten, die ich eben auch noch gezeigt habe. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ist aber wie gesagt kein Meterspieler. Und der zweite Spieler, der geleakt wurde, ist Smith Rowe. Wird auf jeden Fall als ZOM-Karte kommen, also kein LM mehr und wird diese Stats haben. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr geile 10er-Karte. Kann gut passen, kann auch gut schießen und sehr, sehr dribblingstark. Smith Rowe wird in Team 1 dabei sein, das heißt, den sehen wir morgens in den Teams mit diesen Stats auf jeden Fall. Auch hier bin ich gespannt, ob Weakfoot oder Skill Moves Upgrade vorgenommen wurden bei Rowe oder halt nicht. So soll aber auf jeden Fall die Karte aussehen. Und das war's auch mit dem Video bis hierhin. Wenn was Neues geleakt wird, werde ich am Freitag auf jeden Fall nochmal ein Video raushauen. Das waren die Leaks, die jetzt von gestern auf heute quasi neu dazugekommen sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und wie gesagt, wer neu ist, kostenloses Abo da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Heute Abend bin ich live. Ich denke, ich bin so um 5:30 circa live, 5:30 oder spätestens 6 Uhr. Schauen, was um 19 Uhr rauskommt, werden ein bisschen Packs öffnen und, so wie in den letzten Tagen auch. Und dann würde ich sagen, bis heute Abend, wer Bock auf den Stream hat. Ansonsten bis morgen zu einem erneuten Video und haut rein!